weiter auf getrennten Spuren gearbeitet, haben sich jetzt zusammengetan und treten unter dem Namen Deine Lieblingsrapper auf. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie recht herzlich Sido und Harris. Hast du den Song gehört, Was habt ihr Aufkleber Tarschen mitgebracht? Hallöchen. Was sind das, eure Aufkleber? Ja, ja. Von Bomben, wie die Rapper für unsere Tour. Ach, für eure Tour. Ihr geht zusammen auf Tour. Ja, ja. Wie die Rapper. Verstehe. Ja, freut mich, dass ihr da seid. Ja. Ja, ihr habt ja Kapuzen mitgebracht. Klar. Mensch, ist ja Wahnsinn. Ihr seht ja aus wie die sieben Zwerge. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, ihr wart ja vorher auf getrennten Wegen unterwegs. Wieso arbeitet ihr jetzt zusammen? Einfach so, wir haben beide Vorteile, die der andere nicht hat, weißt du? Und ich nutze das an ihm aus, er nutzt das an mir aus. Ja. Kennst, ja. Verstehe, Skills meint ihr ja. Ja, normal, wir tauschen uns aus. Skills, ja? Das heißt, ihr schreibt eure Songs jetzt zusammen oder? Jeder schreibt seins. Immer aber noch. Alleine? Na klar. Oder trefft ihr euch und setzt euch zusammen hin und sagt... Nee, auf dem Album ist tatsächlich auch ein Song, da habe ich seine Strophe geschrieben und er meine. Ah, okay. Ja. Aber ihr macht das jeder für sich zu Hause oder wo auch immer ihr seid? Oder? Ja, ich kann das nicht zu Hause sitzen und einen Text schreiben und so. Wo schreibst du Texte? Im Studio. Normal, im Studio gehen wir immer hin, suchen uns schön das Instrumental aus und dann schreiben wir einen Song. Überlegen uns ein Thema ihr oder so. Ihr sitzt auch zusammen da und schreibt ja nicht. Oder schreibt jeder seinen Teil und kommt dann an und sagt, hör mal, ich schreib hier das. Nee. Und dann passt nee, überlegst du erst mal und überlegen uns ein Thema auf. Normal. Ja, klar. Danke, es geht mir gut. Zum Beispiel, ja. So, wenn ihr dann habt ihr irgendein Thema, steh wieder auf. So, heißt die neue Single, ja? Mhm. Steh wieder auf, wie kommt sowas zustande? Kann man das erklären? Wisst ihr noch genau, wie es war? Steh wieder auf, weiß ich noch ganz genau, wie es war, weil wir hatten noch keine Single auf dem Album, auf dem wunderschönen Album da. Okay, hier, das ist das Album, können wir mal zeigen. Dein Lieblingsrapper, Sido und Harris. Dein Lieblingsalbum heißt das Album und klar, die Single die heißt Steh wieder auf. Was wir heißt, hatten noch keine Single, da sind wir ins Studio gegangen und haben uns was Single-würdiges überlegt. Und was hat besser gepasst als diese ganze Scheiße, die ich gerade mit der Presse und der Politik habe und so, weißt du? Ja. Als mich da ein bisschen von frei zu machen und dafür war der Song. Steh wieder auf, also du bist Deutschland im Prinzip. Ich bin Deutschland. Ja? Im Grunde, eigentlich kann man es so sagen. Ja. Ich bin auf jeden Fall die Jugend von Deutschland. Ja. Also Stress mit Presse heißt in diesem konkreten Fall, ihr habt dieses Video gemacht. Also Stress mit Presse sind so viele Sachen. So, Leute reden über mich schlecht in der Zeitung, ich verliere die VOG-WM, war auch schlechte Presse. Ja, natürlich war das selbstverständlich schlecht. Wer redet über die schlecht in der Zeitung? Ach so, Zeitung, hier Taz und wie soll es anders sein, Bild natürlich und so. Ja, ja, ja. Wie, was sagen die denn über dich? Komisches Zeug, also ich bin immer schuld an dem ganzen Rap-Kram gerade, der passiert. Dem ganzen, dass Alben verboten werden und so. Aber von mir ist erst ein Song verboten letzte Woche so, weißt du? Wieso ist der Song verboten worden? Ja, da geht es um so ein Wochenende, wie ich gerne Wochenende feiere. Ach so. Und das ist verboten worden? Dein Lieblingslied, der Arschfick-Song, ist nicht verboten. Ich kann immer noch öffentlich im Fernsehen sagen, Arschfick-Song. Aber das Lied ist so schlimm, dass es verboten ist. Das heißt, es darf nicht gespielt werden oder es darf auch gar nicht auf der Platte drauf sein? Es darf nicht auf der Platte drauf sein. Ein Lied, was so schlimm ist, dass nicht auf der Platte drauf ist? Aber ihr könnt euch bald Maske X kaufen. Da gibt es anstatt dem Song noch einen anderen Song. Weißt du, ist so gar kein Problem. Ja. Ja, du hast aber keine Probleme. Nein, ich habe gar keine Probleme. Immer die ganze Schuld kriegt immer der Sido. Immer, ja. Ja, ja, wir schauen uns mal einen Ausschnitt aus dem aktuellen Video an, das auch für Furore gesorgt hat. Das heißt, steh wieder auf. Hier ein kleiner Ausschnitt. Deine Lieblingsrapper. Du hast ein Ziel, wenn du ein Regier. Steh wieder auf! Deine Lieblingsrapper! Sido und Harris! Da gab's ja Trouble mit hier. Du hast dich da ans Kreuz hängen lassen und so. Ja. Da gab's große Schlagzeilen zu dem Thema. Aber ist,
Ja, ist es nicht das, was du eigentlich willst? Ja, also das mit dem Kreuz hat ja auch eine Bewandtnis. Ich habe mich ja nicht einfach an das Kreuz gehangen und habe gesagt, hier, guck mal, ich hänge mich ans Kreuz, wie böse bin ich? Nein, natürlich nicht. Ich habe mich an das Kreuz gehangen, weil diese ganze Presse, über die ich gerade geredet habe und so, alle anderen Hip-Hopper, die da eigentlich auch mit zu tun haben, weil ich bin ja der am wenigsten davon Betroffene eigentlich. Weißt du, aber ich bin der seine Fresse herhalten muss in Zeitungen und im Fernsehen und dafür, ich bin immer, Sido ist immer der Buhmann. Bin ich nicht. Aber alle anderen wollen sich da raushalten, alle anderen Rapper. Okay. Weißt du? Ja, genau, ihr habt's verstanden. Ja. Wollen wir mal über Komet reden? Lass uns über den Komet sprechen. Morgen, meine Damen und Herren, ist es soweit. Der Deutsche Popmusikpreis, der Komet, findet statt und wird hier live übertragen, hier auf ProSieben um 20.15 Uhr. Ich werde die Veranstaltung moderieren morgen und durchs Programm führen. Deswegen gibt es auch morgen keine normale TV-Total-Sendung, weil ich ja in Oberhausen bin, live beim Kometen. Und nominiert ist auch Sido in der Kategorie Bester Künstler. Ja, ich hänge die alle ab. Ja? Auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. Ist doch keine Konkurrenz. Wer ist alles? Lukas Hilbert. Lukas Hilbert. Lukas Hilbert, ja. Ich wäre ja gerne in einer Kategorie... In einer Kategorie mit Tokyo Hotel, damit ich mir richtig beweisen kann. Aber ansonsten haben wir noch Flair ist mit Tokyo Hotel nominiert als bester Newcomer. Auch noch hier Flair, Alter. Farin Urlaub ist auch noch bei dir. Farin Urlaub ist auch noch, ja. Aber der ist im Urlaub, habe ich. DJ Tomic. DJ Tomic. Mal sehen. Und Gentleman noch. Gentleman auch noch, ja. Harris, bist du noch da? Aber wenn er ein Gentleman normal ist, dann überlässt er mich. Ich bin immer anwesend. Okay. Aufkleber. Ja, ich habe keinen Bock jetzt mal. Ich bin cool drauf, Alter. Bist du auch morgen dabei? Normal, Alter. Normal. Wir spielen doch da. Ja, natürlich, ihr tretet da auf, live morgen. Ja, meine Damen und Herren, morgen Abend, live 20.15 Uhr auf ProSieben, der Komet 2005, unter anderem dabei die Toten Hosen, deine Lieblingsrapper, DJ Tomic mit Flair, Fettes Brot, Gentleman, Juli, Mark Terenzi, Sarah Connor, Nina, Silbermond, Söhne Mannheims, Us 5, Wir sind Helden, Yvonne Katterfeld. Jawohl. Alles live morgen Abend. Und ich habe mir auch noch ein paar Special Performances überlegt. Wir müssen gleich nochmal sprechen. Ich habe noch eine Idee. Wir müssen noch zusammen machen. Ey, kann ich nochmal kurz hier mein Album kurz? Selbstverständlich. Sagen. Album, zeig mal die Single, die ist auch voll wichtig. Ja, da. Alles klar. Hast du einen coolen Drücker noch da? Ja. Drück mal einen coolen Drücker. Also Haschisch in der Tasche. Ja, also immer was so Nasche. Ja, meine Herren, morgen, Komet 2005, solltet ihr nicht verpassen. Jetzt kommt die ProSieben-Reportage im Bauch der Großstadt. Und morgen schauen Sie bitte den Komet 2005 live 20.15 Uhr hier bei ProSieben. Und am Montag gibt es dann wieder TV Total. Dann bei uns zu Gast Atze Schröder und... Na? Jackie Chan ist bei uns. Komm nochmal. Kung Fu Jackie und jetzt Chan. 1, 2, 3, 4. Das war's für heute. Ja, das war's für heute, meine Damen und Herren. Machen Sie es gut. Bis morgen beim Komet 2005. Sido und